Wir sprechen mit Kerstin Weber und Hans-Joachim Fingerle. Sie sind unter anderem neben vielen anderen Aktivitäten auch die Macher des Literaturfestivals Literatur RE. Frau Weber, an Sie mal die erste Frage. Literatur RE, müssen Sie uns erklären, wie kommt dieser Name zustande? Entwickelt hat sich das Ganze aus der Literaturwoche in Recklinghausen. Wir haben 2003 angefangen mit 30 Veranstaltungen an 7 Tagen. Und da haben wir gedacht, wie nennen wir es? RE ist die Abkürzung für den Kreis Recklinghausen und deswegen Literatur RE. Und in diesem Jahr, 2010, nennen wir uns Literatur RE-Ruhr, weil wir eben zum ersten Mal jetzt Teil sein dürfen der Kulturhauptstadt. Herr Fingerle, jetzt ist es ja so, dass das Festival seit 4 Jahren existiert und ja doch eine enorme Entwicklung zu verzeichnen ist. Was ist das Besondere in diesem Jahr, gerade mit Blick auf die Kulturhauptstadt? Ja, das Besondere ist, dass wir noch mehr Kollegen in den anderen Städten begeistern konnten, insbesondere vertreten durch die Stadtbibliotheken, und dass dadurch eben auch neue Ideen hereinkamen. Also insbesondere in diesem Jahr dann die Idee, viele Sachen zu Italien zu machen, die wir alleine wahrscheinlich nicht gemacht hätten. Warum gerade Italien? Ja, das ergab sich dadurch enge Kontakte dann mit dem Kulturinstitut in Köln, italienisches Kulturinstitut in Köln, genau. Und die waren da auch dann sehr eifrig und haben uns da auch sehr unterstützt. Weshalb wir auch eine ganz große italienische Autorin dabei haben werden, nämlich Dacia Maraini, die extra nach Deutschland kommt, um ihr Buch vorzustellen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, dass der Ansatz des Festivals immer schon so war, dass man einerseits große Literatur hierher holen will in die Region Ruhr, aber auch die Literatur aus der Region Ruhr zeigen will. Vielleicht können Sie mal ein paar Namen nennen, dass wir wissen, wen die Leute dieses Jahr erwarten dürfen im Rahmen des Festivals. Also Dacia Maraini hatte ich eben schon gesagt, es wird Herbert Rosendorfer kommen. Dann kommt noch der Jan Zweier, HPK, Ernesto Cardenal wird kommen, also sogar außerhalb Europas. Es werden kommen aus der Region Jochen Malmsheimer, Jürgen Ekenga, die verwechsel ich mal die Vornamen, dann Frank Gosen. Bei Literatur denken ja die meisten Hörer, Zuschauer und Leser an den Abend zu Hause, vielleicht beim Glas Rotwein im Winter, man liest ein Buch. Beim Festival denke ich jetzt so, der performative Charakter, den ja ein Festival braucht, wie sieht der eigentlich aus? Heißt das, die Autoren lesen ihre eigenen Texte oder werden sie die szenisch inszenieren? Oder wie können wir uns das Performative vorstellen im Rahmen des Festivals? Also Hörbücher sind ja total in Mode, insofern hat man sozusagen Hörbuch live. Also die Autorinnen und Autoren lesen Eigentexte oder eben fremde Texte, meist ergänzt durch Musik, eigentlich fast in jedem Fall. Es gibt aber durchaus auch szenische Geschichten, also es gibt für die kleinen Puppentheater oder eben Kindertheater, es gibt eine szenische Lesung hier in der Kunsthalle unter anderem, und so bringen wir das Ganze sozusagen auf die Bühne oder ans Pult. Sie haben schon die Orte angesprochen. Es wird ja eben nicht nur so sein, dass in den Bibliotheken gelesen wird, sondern an verschiedenen Orten. Vielleicht können Sie uns nochmal, Herr Fingerle, sagen, an welchen Orten gelesen wird und welche Bedeutung diese Orte auch für das Festival haben. Also es gibt einen Ort mit Bergbauambiente, die Ausbildungswerkstatt in Marl, wo wir dann natürlich Hängen am Schacht zeigen werden. Dann das Planetarium, ein Strommuseum im Recklinghäuser Stadtteil Süd, wird Ort sein, wo Dacia Maraini liest. Dann verschiedene Kirchen. Da gab es keine Vorbehalte auf Seiten der Kirchen, Literatur im eigenen Haus vorzustellen? Ja, also es wird so sein, dass das in den meisten dieser Fälle so sein wird, dass es ein Gottesdienst ist, in dem dann eben statt liturgischen Texten ein literarischer Text dann erläutert, vorgestellt und dann auch interpretiert wird. Es wird ja auch so sein, das haben Sie mir im Vorgespräch verraten, dass es auch in Schulen Veranstaltungen geben wird. Wie sehen diese Veranstaltungen in den Schulen aus? Das ist unterschiedlich. Einerseits gibt es so Geschichten, dass Schüler für Eltern lesen. Also wir sind in einer Grundschule zu Gast, wo die Schüler für ihre Eltern, für die Lehrer, für die Großeltern lesen. Es gibt aber auch die eher klassische Situation, wenn beispielsweise Autoren herkommen und für die Schüler lesen. Das ist unter anderem Selim Özdoğan, der in 2 Schulen und abends in der Volkshochschule in einem Schulabschlusskurs zu Gast sein wird. Das ist dann auch öffentlich. Und er liest und diskutiert das Gelesene mit den Schülern. Und dann wird Patricia Pravit als Burgfräulein Bö durch die Grundschulen geistern und die Geschichten von Ritter Rost und dem Burgfräulein Bö erzählen.
Vielleicht können wir auch nochmal die Literatur hier aus der Region unter die Lupe nehmen gemeinsam. Gibt es so etwas wie eine originäre Literatur des Ruhrgebiets? Und wenn es die gibt, durch was zeichnet die sich eigentlich aus? Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass der früher bekannteste Ruhrgebietsautor ein Franke war, nämlich Max von der Grün. Mhm. Ich denke nicht, es gibt so eine spezielle Literatur der Region, aber es gibt natürlich sehr stark durch diese Region geprägte Literatur, durch diese Orte, durch die Arbeit hier, durch diese immense Anballung von Menschen und mit allen Menschlichkeiten, die damit zu tun haben, den Guten und den Schlechten. Frau Weber, es gibt ja viele Diskussionen darüber, wie die Identität des Ruhrgebiets sich verändert in den letzten Jahren. Würden Sie sagen, dass es, zumindest was die Thematik angeht, bestimmte Themen gibt, die im Ruhrgebiet besonders hervorstechen, was Literatur angeht? Ob das im Ruhrgebiet hervorsticht, was die Literatur angeht, weiß ich nicht, aber es ist ein Schwerpunkt unseres Festivals, sozusagen fremde Heimat, Heimat und Fremde zu thematisieren, also der Aspekt der Migration. Und das ist, glaube ich, etwas, was für das Ruhrgebiet sehr prägend ist, was ja angefangen hat letztendlich mit der Bergbaugeschichte und sich eigentlich bis heute durchzieht. Und ich glaube, da haben wir schon auch im Festival ein Thema, das nicht nur mit Ruhrgebietsautoren zum Tragen kommt, aber doch auch. Und dann gibt es natürlich den Ruhrgebietskrimi, denn der Regionalkrimi wurde im Ruhrgebiet geboren, damals mit Jürgen Lodemann, mit dem Roman Anita Drögemöller oder Die Ruhr an der Ruhr. Zum Schluss gefragt für alle, die jetzt neugierig geworden sind, wie erreicht man Ihr Festival am besten? Telefonisch, übers Internet oder soll man direkt vor Ort auftauchen und die Karte einfach kaufen? Man kann natürlich auch direkt auftauchen, aber im Internet gibt es jede Menge Informationen. www.literaturre-ruhr.de ist die eine Adresse, da geht es dann weiter über viele Links. Unter anderem haben wir diesmal zum ersten Mal auch einen Blog dabei, da sind wir ganz besonders froh und stolz. Und ja, ich denke, von da aus findet man alle Infos. Was findet auf diesem Blog statt? Wird da Literatur produziert oder wird da Bericht erstattet über die Veranstaltung? Ja, wir sind selber so ein wenig gespannt. Das ist für uns auch eine neue Erfahrung. Im Moment sind 80 Artikel drin, die im Prinzip das Programm nochmal spiegeln. Aber wir hoffen, dass durch Kommentare und zusätzliche Artikel da ein bisschen Leben hineinkommt. Außerdem haben wir natürlich noch ein paar Leute, das sind unter anderem die Auszubildenden in der Stadtbücherei und der Pressesprecher der Stadt Recklinghausen, die sich dann da betätigen werden und zu ganz vielen Veranstaltungen gehen und darüber berichten. Wir sind neugierig. Kerstin Weber, Hans-Joachim Fingerle, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.